Leute und willkommen zu einer neuen Folge Bibi Zaubern Day-to-Day Girlspiration. Langsam wird es ja schon sommerlich und deswegen zeigen wir euch heute drei Beauty-Tricks, die ihr ganz einfach zu Hause oder auch unterwegs anwenden könnt. Ja, und wenn ihr noch ein paar Beauty-Tricks kennen solltet, dann ab damit in die Kommentare, dann können wir uns auch nochmal so ein bisschen untereinander austauschen. Und ich würde sagen, wir starten auch mal direkt mit Trick Nummer 1. Am besten tragt ihr nicht zu schwere Schminke. Ja, bei dickem Make-up und auch Lippenstift, dann verschmiert das ja am Ende auch nur. Ja, ich trage im Sommer zum Beispiel richtig gerne die 5-in-1 verschönernde Tagespflege, einfach weil die total leicht auf der Haut ist. Und für die Lippen haben wir jetzt richtig coole Neuigkeiten für euch. Und zwar hat BB jetzt die Zauberstifte rausgebracht. Die gibt es in insgesamt 6 verschiedenen Farben und die möchten wir euch gerne jetzt mal vorstellen. Wir haben hier Romantic Rose, dann Natural Nude, Pinky Pink, weiterhin haben wir noch Cute Coral, Pretty Pink und Beautiful Berry. Das Schöne an den Zauberstiften ist, dass sie den Lippen Farbe verleihen und sie zeitgleich pflegen. Ja, und die gibt es jetzt ab sofort im Handel. Und die 3 Farben Beautiful Berry, Cute Coral und Pretty Pink gibt es exklusiv bei DM. Und ihr müsst jetzt unbedingt in die Kommentare schreiben, welche Farbe wollt ihr auf jeden Fall als erstes ausprobieren. Ich finde auch, sie sind super für Anfänger geeignet, weil sie total einfach aufzutragen sind. Ja, und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt mal zu Fehler Nummer 2. Im Sommer kann ja auch manchmal die Luftfeuchtigkeit sehr hoch sein und die Haare werden dann schnell widerspenstig und stehen vom Kopf ab oder fangen an, sich zu kringeln. Und weil sie sich dann sehr klamm anfühlen, hat man das Gefühl, man muss mit dem Föhn dagegen gehen, um sie zu bändigen. Ja, das ist aber auch nicht so gut, weil ihr den Haaren dann die Feuchtigkeit entzieht und dann werden die so strohig. Versucht doch einfach mal mit einem Öl entgegenzuwirken, weil das pflegt dann die Haare auch. Genau, wir haben zum Beispiel hier in dem Pumpspender ein Anti-Frizz-Öl, das haben wir uns aus Avocadoöl gemacht. Und immer wenn ihr eure Haare bändigen wollt, dann gebt ihr ein wenig Öl auf eure Fingerkuppen und fahrt damit vorsichtig durchs Haar. Ihr solltet aber unbedingt aufpassen, dass ihr nicht zu viel Öl verwendet. Lieber ein paar Mal mehr auftragen. Außerdem solltet ihr darauf achten, immer an den Spitzen anzufangen, so wie Kiso hier, und nach Bedarf weiter nach oben einarbeiten. Wenn ihr am Ansatz anfangt, gibt das ganz schnell richtig fettige Haare und das will ja keiner. Und das Coole daran ist, ihr braucht dafür noch nicht mal ein Badezimmer. Ihr könnt das DIY-Öl einfach unterwegs auftragen. Und vielleicht kennt ihr ja noch weitere DIY-Haar-Hacks, dann schreibt uns die gerne mal in die Kommentare. Ja, dann kommen wir schon zu Fehler Nummer 3. Kennt ihr das, wenn ihr im Sommer Parfüm benutzt, dass es so komisch riecht beim Aufsprühen oder so eine dunkle Farbe annimmt? Ja, das liegt daran, dass Parfüm weder Sonnenlicht noch Wärme ausgesetzt werden darf, weil es sonst zu schnell oxidiert und es wortwörtlich ranzig wird. Deswegen lagert Parfüm immer am besten kühl. Ihr könnt es zum Beispiel im Kühlschrank lagern und damit es nicht zu kalt wird, könnt ihr das Parfüm in den Karton legen, in dem es kommt, oder auch einfach an die Kühlschranktür stellen, weil das ist der wärmste Ort im Kühlschrank. Auch noch ein guter Trick ist es, wenn man das Parfüm einfach zu den Socken legt, da ist es auch vor Sonnenlicht geschützt und bleibt schön kühl. Das waren nun unsere Beauty-Hacks im Sommer. Wir hoffen, sie haben euch gefallen und dass ihr sie auch anwenden könnt. Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und am besten auch direkt gleich die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao.